Recht herzlich willkommen zur vierten Folge von Europa Universalis 4 und zwar mit Köln, was wir ja schon größer gemacht haben hier, wie man sieht. Ja, wir sind hier am, sag schon, Anspruch fingieren und Beziehung war besser mit Lüttich. Kommt eine Nachricht rein, unser Agent wurde entdeckt, naja, okay, das war nicht bei Lüttich, das war bei Limburg. Limburg ist das hier, ja. Da wurde das entdeckt. Wir machen erstmal Ansprüche hier gerade klar. Und dann müssen wir weiter gucken, wie wir da vorankommen, ne? Osnabrück, Nassau, Münster, Hannover und Kleve haben wir Ansprüche. Und ja. Wir müssten mal reingucken, wer da mit wem befreundet ist. Aber zurzeit können wir nichts sehen, weil wir beide Diplomaten unterwegs haben. Aber der eine müsste jetzt zurück gleich sein, ne? Wir haben den Anspruch in Limburg erfolgreich gemacht. So, dann müssen wir jetzt mal schauen. Wenn wir denn den Krieg erklären, ist Friesland und Hessen dabei. Und wir hätten Brandenburg hinter uns. Machen wir gerade die Pause rein. Friesland wäre da oben, Hessen hier unten. Friesland kann ich nicht sehen, wie viel das sind. Ja, Bayern wird nicht mitmachen, Trier wird nicht mitmachen. Gucken wir erstmal die anderen Nationen hier. Was wäre mit Limburg? Da ist Burgund. Wird in diesem Krieg als Kriegsverbündeter gelten, jedoch nicht in der Lage sein, eigene Verbündete. Okay, und Mailand wird nicht mitmachen. Burgund ist natürlich hier unten relativ groß. Und wir hätten nur Brandenburg dahinter. Nicht so prickeln, ne? Nassau. Haben wir jetzt schon Nassau angewählt? Ich weiß nicht, doch ist angewählt. Ja, da wäre Würzburg, die Pfalz und Mainz dabei. Würzburg ist hier, Mainz und Nassau. Da wären die Bayern auch nicht mit dem Boot. Okay, das bringt uns also auch nicht weiter. Mal gucken, wer sonst noch? Osnabrück wäre da. Hanse, Sachs-Lauenburg. Und England ist da sogar mit im Spiel. Wow. Aber wir haben da wenig Verbündete dann, ne? Nassau hatten wir, Münster haben wir noch nicht und Hannover haben wir noch nicht. Hannover, Lüttich, Lüneburg und Frankfurt wären da im Boot und wir haben nur Brandenburg hinter uns. Das ist ja alles ganz schlecht momentan. Und Münster, wer ist bei Münster mit im Krieg? Keiner. Das bedeutet, wir haben 6, die haben 5. Würde ich sofort den Krieg erklären, glaube. Ja. Brandenburg hilft uns sogar auch noch. Zack. Einmarschieren. Los geht's. Ja, okay, das ist unsere Mission gewesen. Schade drum, ne? Warte mal, wir machen da erstmal nix. Verbessert die Beziehung mit Oldenburg. Können wir machen, ist überhaupt kein Ding. Das weg, Oldenburg ist hier. Können wir dann die Beziehung verbessern. Ist alles kein Problem. Und Münster muss dran glauben. Gut, weiter geht's. Oh, 4 gegen 4. Niederlage, wa? Ja, leider. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier... Ne, da nicht... Ey, jetzt laufen wir so weit weg. Die Bayern, sind das die Bayern hier gerade gewesen? Ich glaube nicht, ne? Kommt wieder zurück, Mann. Nee, das wollte ich gar nicht. Oder das wollte ich schon, aber nicht auf der Basis, sondern auf der Basis. Wollte ich da mal gerade ein paar Söldner anwerben. Die kommen dann dahin. Da kommt zum Krieg. Ey Leute, marschiert doch mal da gerade bitte rüber. Hallo? Jetzt keine Bilder da irgendwie vor. Ja, jetzt haben wir dadurch verloren wahrscheinlich. Super. Das war ja wieder nicht so dolle, ne? Brandenburg ist jetzt endlich da. Ja, die kommen etwas spät, die Herrschaften. Aber ist nun mal so, ne? Ah, jetzt geht's auch nicht. Jetzt geht's. Kann ich so ein.
Wer ist das? Münster. Einmal bitte durchmarschieren. Und da vernichten schlagen. Ja. Nee, ich wollte schon sagen, das kann nicht sein, ne? 4 gegen 1 und es läuft nicht. So. Gut. Supi. Okay, macht eigentlich einen ganz guten Eindruck gerade, ne? Da können wir noch was machen. Köln besetzt das, ist klar. Dann stärken wir jetzt hier noch die Truppen. Na, geht doch mal da hin. So, und da können wir Bürokratie, Steuermodifikator machen wir natürlich. Das ist sicherlich ganz wichtig. Gibt es ein bisschen mehr Geld. Ich habe einen freien Beraterplatz. Ja, das ist alles schön. Jetzt müssen wir das noch kriegen und dann müssen wir überlegen, wie wir es machen, ne? Vasallen nehmen. Oder. Oh, das war's schon. So, dann können wir da eigentlich keinen Krieg jetzt machen. Oder dann müssen wir gucken, wie weit ist denn das hier fortgeschritten. Beziehungen verbessern. Dann ziehen wir den erst in Lüttich ab. Wir können ja nachher da weitermachen. Ist ja kein Ding. Was bieten die denn jetzt mal so an? Machen wir erstmal Pause. Okay. Okay, das ist ja ein Angebot, was man gar nicht mal ablehnen muss, ne? Machen wir. Wohl auf. Ne, die lassen wir da mal stehen, das passt schon, aber die Söldner werden wir da erstmal wegschicken. Wer sind jetzt die Söldner? Die Garde kann es nicht sein. Das sind alles Söldner. Die können wir dann auflösen. Und hier können wir dann schauen, dass wir das gleich zur Kernprovinz machen. Geht gerade noch nicht, ne? Ja, dauert halt noch eine Weile. Ich denke mal, wir ziehen die aber gerade zurück, damit die sich wieder regenerieren können. Wir können hier was bauen. Tempel. Ja, den bauen wir dann mal. Warte mal, Tempel war. Steuermodifikator plus 40. Ja, das ist ja nicht schlecht, ne? Und hier der Markt ist Handelseinfluss. 1,4. Ich glaube, wir machen den Handelseinfluss hier mal gerade klar. Gut. Pause haben wir rausgenommen. Die marschieren auch runter. Wer ist das? Friesland zieht zurück. Okay. Okay. Pause gerade reingemacht, weil der König, der Kaiser sagt gerade, dass wir unrechtmäßig was besetzen. Lehnen wir ab. Gut, lassen wir weiterlaufen. Ja. Da gibt's Tuch. Sieht alles ganz gut aus. Neutraler Winter, unrechtmäßiges Territorium ist auch klar. Handel durch Kaufmann. So, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir da 50 Punkte mehr kriegen, damit wir das hinkriegen. Unruhen gibt's da, ist klar. Das sind dann in Münster die. Ist aber noch ruhig. Geht. Münster ist dann etwas kleiner geworden. Ja, sind wir schon ein kleines stattliches Ländlein, ne? Was passiert hier unten? Lothringen. Burgund. Jahre des Friedens. Ah, wir könnten mit den Hessen wieder und mit den Klevern. Okay. Brauchen wir aber nicht. Ja, gut. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
ignorierte Verfügung. Ja, alte Feniger 40 lokale Autonomie in Paderborn oder verliere 30 administrative Macht. Ich denke mal, wir machen das mit der administrativen Macht. Kurz noch dazu, ich habe den freien Diplomaten nach Österreich geschickt, um da die Verhandlungen zu verbessern. Und wir hatten noch, sag schon, hier eine Technologie nicht. Hier war es Militär, doch bei der Technologie habe ich hier verbessert, ne? Ja, Diplomat können wir da abberufen, das ist dann erledigt. Okay, Friedrich der Fünfte von Österreich ist neuer Kaiser. Bedeutender Mann gestorben. Hier habe ich, sag schon, Kernprovinz angestoßen, dass das wird. Ich bin schon überlegen, ob wir unsere Truppen da nicht noch hinziehen, aber ich glaube nicht, die lassen wir mal da stehen noch. Und was hatte ich noch? Achso, wir haben gleich die Dingensaufgabe gelöst. Und wir wollten hier noch die Beziehungen verbessern, das können wir weitermachen, ne? So. Diplomatische Geschick ist besser geworden, durch das wir mit Oldenburg jetzt zu tun haben. Achso, da können wir mal gerade Oldenburg anklicken, weil das brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Da stoppen wir das. Und eine neue Aufgabe. Machen wir mal gerade Pause rein. Ah, die Reserven wiederholen, ne? Der Rivale unseres Rivalen. Wer auch noch? Wer ist das? Gelre. Da müssten wir 100 auf 100 bringen. Das ist hier oben, ne? Und das andere ist wieder unsere Rekruten. Soldatenzahl mindestens 90%. Wenn wir der einen überfallen, ist das wieder vorbei, ne? Ich glaube, wir machen erstmal das. Oder? Ja. Und weiter geht's. Österreich sucht den Erfuhr und den Kriegsgrund. Venedig, okay. Habe ich nichts mit zu tun eigentlich, ne? Ja, Nassau hat uns den Krieg erklärt. Eroberung. Das ist nicht so dolle, ne? Wir sind kurz hier vor, dass das eine Kernprovinz wird. Die haben 6 Truppen. Und was geht denn hier so los? Nassau, Mainz und Würzburg. Und hier haben wir... Okay, die sind aber mit im Krieg. Eroberung von Berg ist das Ziel von Nassau. Köln, Bayern, Brandenburg und Trier. Und das rote Fähnchen sagt... Keine Ahnung. Ja. Die wollen Berg haben, marschieren aber erstmal hier runter nach Trier, ne? Lass mal weiterlaufen. Die Bayern kommen schon. Da unten geht's los. Okay. Kernprovinz ist durch. Da müssen wir jetzt unbedingt helfen gehen. Die Trierer wären schön, wenn die sich auch noch bewegen. So, aber das sieht momentan ganz schlecht aus, weil wir nur mit 4 Truppen und die mit 13 da sind, weil die Bayern schon geschlagen sind. Das war ganz schlecht. Aber da kommt noch Brandenburg. Ich hoffe, früh genug. Ja. Gut, dann geht's vielleicht doch noch positiv jetzt gerade aus. Okay, da haben wir gewonnen. Jetzt marschieren wir mal in Nassau ein mit einer Truppe und wollen gucken, dass wir die übernehmen, oder was? Okay. Würzburg hat dem Feind den Krieg erklärt. Wir haben 114 und ich bin der Meinung, das wäre vielleicht besser, gerade mal hier noch 2 Söldner anwerben, damit es ein bisschen besser läuft. Da unten, die bräuchten Hilfe, ne? Die Bayern gehen aber auch noch rein. Ich glaube, die Brandenburger haben es aber auch sogar geschafft.
Kommt mal da zusammenziehen, die Truppen. Und ein. So, Nassau kann keine Truppen eigentlich mehr haben, oder? Haben sie die noch woanders weggezogen? Könnte auch sein. Aber wir sind jetzt erstmal in Nassau drin. Allerdings haben wir gerade eine Truppe verloren, beziehungsweise geschwächt. Wer war das? Braunschweig. Frankfurt, okay, das ist jetzt nicht so doll. Lüneburg. Und Lüttich, naja. Gucken, was da wird. Die Bayern stehen da mit 15 Truppen, das ist doch schon gut. Oder sind das mehrere andere auch noch? Ne, es sind mehrere andere auch noch. Auf Nassau haben wir doch noch ein Dingens, ne? Ja. Gut. Ich halte mal an, zurückgelassene Familien. Ach so, okay. Nationaler Steuermodikator 15, Soldatenzahl runter. Und das letzte ist nationale Unruhen. Machen wir die. Wir können hier noch was machen. Machen wir auch, ne? Gehen wir hier noch rein. Was haben wir sonst noch? Nix. Das andere ist ein Krieg. Lassen wir laufen. Gucken, wie es hier weitergeht. Hessen ist auch beschäftigt. Da kommen die Trierer wieder zurück. Die Bayern sind da. Also Nassau hat da wohl einen Fehler gemacht, würde ich sagen. Ne? Wir haben die Dingens, sag schon, die für kaiserliche Beziehungen verbessert, das heißt, ist auch nicht verkehrt. Das war ja schon auf 100, glaube ich. Jetzt müssen wir Nassau nur gerade einnehmen und dann müssen wir gucken. Dann kommen die bestimmt auf uns zu und wollen auch verhandeln. Ja. Wer ist denn das hier unten? Ah, Bretagne, okay. Weit weg von zu Hause. Gut, die befreien ihr Land gerade selbst, die Trierer. Die Bayern sind in Mainz drin. Und ja, machen da was, ne? ...14% Belagerung. Ist jetzt nicht so viel, aber ist halt so, ne? Truppen könnten mehr sein, wieder drei da. Ist das hier? Magdeburg und Hessen bekebbeln sich da. Brandenburg zieht mit Armee nach. Würzburg wird gerade von den Bayern gerade überrannt. Mit Brandenburg zusammen, ja. Wer war da noch im Krieg? Die Mainzer. Die sind aber auch gleich geschlagen. Okay, da ist Würzburg. Niedergerungen. Jetzt noch die Mainzer. Schauen wir mal, ne? Was da geht oder nicht geht. So. Nassau ist belagert. Wer war da noch mit im Boot? Nassau, Mainz und Würzburg. Dann gehen wir doch mal mit unseren Truppen dahin und helfen damit. Damit das auch belagert ist, ne? Und dann können wir verhandeln. Oder es kommt vorher schon ein Angebot rein, müssen wir gucken. Handelsembargo. Mit wem da? Holland, okay. Und da oben kommt ein Dingens rein. Technologie. Machen wir. Handelseffizient erhöht. Mhm. So, müssen wir nur noch Mainz hier mal gerade erledigen. So, das ist auch durch. Nationale Steuermodifikator, voll Bürokratie, okay, nehmen wir mit. Das ist frei, das ist erledigt.
Haben gerade keinen Diplomaten frei, ne? Nein, dann machen wir das noch nicht. Warten mal, bis der frei ist. Dauert ja nicht mehr lange hier oben. Vielleicht kommt auch ein Friedensangebot von Nassau rein. Könnte ja auch sein. Wird aber nicht, weil sie wahrscheinlich dann kaputt sind. Was wollen sie denn verhandeln, ne? So. Siebenundneunzig. Aber ich weiß gar nicht, was das 100 dann ändert. Ne, war gar nicht dann da 100 ändert, oder? Oder doch, ich weiß es nicht. Warten wir es gerade ab, dann wissen wir es, ne? Ende Februar klärt sich das. Holen wir unsere Truppen zurück, damit die sich auch erholen können, ne? Und das ist dann nicht so. Gut. Das brechen wir dann ab. Braunschweig hat uns den Krieg erklärt. Okay. Und da kommt auch ein Friedensangebot, ne? Von Würzburg. Ja, das ist Geld, das nehmen wir mit. Und dann können wir noch was bauen. Machen wir den Tempel da noch in Paderborn. Gut. Die haben uns den Krieg erklärt. Wer ist denn dabei? Frankfurt, Lüneburg, Mainz, Nassau und Lüttich. Okay. Dann verhandeln wir jetzt hier mal den Frieden gerade. Nassau können wir kriegen. Mainz könnten wir sogar auch noch dazu kriegen. Aber wir haben Mainz kein Dingens. Das wäre eine Expansion, die man nicht haben möchte. Da geht da nichts. Bayerischer Vasall, Kölnischer Vasall geht nicht. Ansprüche aufgeben. Ansprüche auf. Und der Rest geht dann nicht. Nassau gibt alles auf. Aber wenn die das Land abgeben, dann brauchen die das auch schon gar nicht mehr aufgeben, ne? Ja, die können auch keine Kriegsreparationen mehr zahlen. Doch, Geld haben sie noch. Dann nehmen wir das noch gerade an uns. Und dann ist Nassau auch weg. Ich glaube, war es das? Ne. Da geht noch was. So. Und dann senden wir die Forderung, ne? Wir müssen gerade weiterlaufen lassen. Wohl auf. Das können wir dann zur Kernprovinz machen. Und jetzt meldet sich gleich der Kaiser wieder. Und wir müssen gucken, wie wir hier im Krieg weiterkommen, ne? Braunschweig, Frankfurt, Lüneburg und Lüttich. Das sind alles unsere Gegner. Super. Und die anderen sind nicht bei uns. Wir, uns hilft keiner jetzt in dem Krieg, ne? Oder? Sieht doch so aus, oder? Müssen wir mal schauen. Da sind sieben. Ah, ich muss aber jetzt erst da weglaufen, sonst machen die mir meine sieben kaputt, oder? 13. Dann marschieren wir doch mal da runter, oder? Dann helfen wir gerade. Aber das ist schon geklärt, glaube ich, ne? Ja. Wo laufen denn die Bayern jetzt hin? Ja, Lüttich ist jetzt da. Und ich bin nur mit vier Truppen. Da gehen wir gerade unter, ne? Das war jetzt nicht so eine gute Idee, da stehen zu bleiben. Kommt noch einer bei? Ich glaube nicht mehr, ne? 4 zu 2. Obwohl, Lüttich.
knapp verloren wahrscheinlich, ne? Machen wir gerade hier. Ein Auftrag nach Militärzugang von Würzburg. Ja, komm, zock, ist egal. Unsere Truppen müssen sie überholen. Nochmal dahin, wer ist das? Aachen. Ne, marschieren wir gerade mit unseren Truppen dahin, um das wieder frei zu kriegen. Macht Sinn, oder? So, da sind 15. Da können wir, ne, investieren machen wir erst nach dem Krieg, das macht mehr Sinn. Braunschweig hat uns ja den Krieg erklärt. Osnabrück, Hannover, Kleve und Limburg. Das bedeutet, ja, die sind wieder zurück, aber das ist jetzt eine Braunschweiger Truppe, ne? Das bedeutet, die muss erstmal dran glauben. Wir hoffen, dass es so klappt, wie ich mir das vorstelle. Sieht aber gut aus. Und dann machen wir Hannover natürlich. Dass wir Hannover am Ende vielleicht kriegen können. Das würde Sinn machen, ne? Ja, macht's einfach. Gut. Aber jetzt ist gerade ein Zeitpunkt, wo ich sagen würde, wir warten's ab für die nächste Runde, was da weiter passieren wird. Würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Runde wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.